Seit September ist Jens Arne Müller fraktionslos. Der Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Trier-Saarburg ist für die AfD-Fraktion nicht mehr tragbar, erklärt der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge bei der Verhandlung in Koblenz. Er wirft Arne Müller Auftritte und Chats mit Rechtsextremen vor. Das ist der Kontakt zu NPD-nahen und zu ehemaligen NPD-Funktionären. Und das ist ganz klar und eindeutig, widerspricht das unserer Unvereinbarkeitsliste. Und danach gehen wir vor. Und da gibt es gar keine, für mich keine Diskussion. Das ist ein No-Go. Und wer sich daran nicht hält, der muss mit den nötigen Konsequenzen rechnen. Arne Müller spricht von allenfalls flüchtigen Kontakten. Im Gerichtssaal fällt auf, der frühere Trierer NPD-Stadtrat Safet Babic ist zur Verhandlung gekommen. Verteidigt wird Arne Müller von Dubravko Mandic, einem AfD-Politiker, gegen den in Baden-Württemberg schon einmal ein Parteiausschlussverfahren lief. Für ihn ist der Arne Müller-Ausschluss wegen eines Auftritts mit einem ehemaligen NPDler Willkür. Er war auf einer Demo, wo angeblich dieser Sascha Wagner auch war. Und Herr Junge geht nach Chemnitz. Ist dort mit Rechtsextremen irgendwie zugange oder jedenfalls lässt er sich da ablichten. Vorher sagt er, man darf nicht mit Pegida demonstrieren. Dann ist er mit Lutz Bachmann und Däbritz irgendwie in der ersten Reihe auf der Demo. Also ich weiß nicht, sowas ist einfach unglaubwürdig. Nun prüfen die Richter, ob wichtige Gründe wie parteischädigendes Verhalten für den Ausschluss vorlagen und ob formelle Regeln eingehalten wurden. Ihr schriftliches Urteil wird für Februar erwartet.